Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute zum dritten Video über die Herstellung von Beizen nach alten Rezepten. Und heute soll es um die violette Holzbeize gehen. In dem Heftchen, was ihr vielleicht schon habt oder noch nicht habt, ich verweise wieder auf meine E-Mail-Adresse. Wer das möchte, kann das anfordern. Auf Seite 9. Das Rezept ist gar nicht so lang. Ich lese es mal kurz vor. Man siedet 120 Gramm Fernambuckspäne und 8 Gramm Alaun in Essig ab. Sondert hierauf die Späne ab und reibt mit dieser Farbbrühe 8 Gramm Kochenillezart ab. Alles wird hierauf miteinander vereinigt und einige Zeit über dem Feuer abgedämpft. Wenn die Tinktur schön karmesinrot geworden ist, rührt man etwas zart gestoßenen blauen Vitriol darunter und so fällt die Farbe in das Violette. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Denn wir haben schon mal festgestellt, schon vor 2 Jahren, das Rezept zu haben und die Zutaten heißt noch nicht, dass ich auch das Ergebnis erreiche. Weil einfach Erfahrung dazugehört und die ich in dem Umfang nicht habe. Zum Beispiel stellt sich mir schon die erste Frage, man siedet 120 Gramm Fernambuckspäne und 8 Gramm Alaun in Essig ab. Ja, in wie viel Essig? Ich würde sagen, ich werde 1 Liter Essig nehmen. So, und da kommen wir jetzt schon zum Vorstellen der Zutaten, die hier gebraucht werden. Und zwar brauchen wir Fernambuckspäne. Ich zeige es mal. Das ist gehäckseltes Rotholz, auch Brasilholz genannt oder Fernambuck. So, die Späne brauchen wir. Dann 8 Gramm Alaun. Ich hoffe immer noch, dass das Richtige ist, auch Alaun, weil es gibt nur, ich habe nur Kali-Alaun gefunden. Dann brauche ich Kochenille. Kochenille sind getrocknete weibliche Schildläuse. Dritte Zutat. Dann Essig. Da habe ich irgendwo gelesen, Weißweinessig. Da habe ich 1 Liter Flasche. Ich habe noch mehr, aber ich werde es erstmal mit 1 Liter machen. Dann blauer Vitriol. Der ist inzwischen schon ein bisschen zusammengepackt, aber den zerstoße ich wieder. Ja, ein Kochtopf. Und die Reibschale, ein Mörser, um dann das klein zu reiben. Gut, das sind die Zutaten. Ich werde jetzt erst einmal einen Kochtopf mit dem Essig und die Zutaten rein und dann man siedet ab. Ja, und dann wird das aufgekocht. Mal gucken, vielleicht habe ich ja noch einen kleineren Topf. Für 1 Liter Brühe ist das vielleicht zu viel. Ich habe jetzt hier 1 Liter von dem Essig. So, ich habe mir so einen Gaskocher noch angeschafft, weil mit dem Strom, das ist mir zu viel. Und außerdem heizt das Ding schneller hier und ich habe also unebene Töpfe mit unebenem Boden oder ich muss dann auch das eine mal eine Messingschüssel nehmen.
Ja, und da geht das mit dem Gaskocher besser und schneller. So, das sind 120 Gramm von diesen Spänen. Ich will das aber erstmal ein bisschen aufkochen lassen. Ja, das ist immer schlecht, wenn man jetzt mein Gesicht nicht sieht, das kann ich nicht leiden. Aber ich weiß nicht, wie ich das anders einstellen soll. Ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, aber so ist es jetzt wirklich besser mit der Kameraeinstellung. So, der Essig fängt an zu kochen, zu sieden. Ich zeige es mal. Und ich werde jetzt die Späne dazu geben. Und die 8 Gramm Alaun. So, wo habe ich mein Blatt? Ja. Guck an. Die Späne sehen im trockenen Zustand hier ganz so blass nur aus. Ich zeige es noch mal hier. Und die Brühe wird jetzt schon hier, seht ihr das? Rot. Schon mal. Schön. Ich habe jetzt hier eine schöne rote Farbbrühe. Die werde ich jetzt durch ein Tuch mit dem Trichter in den Messbecher füllen. Weiß nicht, kann sein, das war etwas wenig Essig, der eine Liter. So viel Brühe ist das gar nicht, aber jetzt ist es nun mal so. Ich muss das rausfinden. Gut. Das sind jetzt guter halber Liter. Guter halber Liter. Und jetzt habe ich hier diese Korenille, diese weiblichen Schildläuse, die habe ich hier schon etwas zerstoßen. Und das ergibt schon mal wie so ein dunkelrotes Pulver. Das ist aber erstmal die Hälfte. So, jetzt mache ich die Farbbrühe dazu. Reibt das weiter ab und da sieht man schon, dass das richtig kräftiges Rot wird. So, jetzt hatte ich vergessen, die Kamera einzustellen. Ich habe das Zerriebene hier aus der Reibschale hier reingetan und diese Farbbrühe, den knappen halben Liter, dazu. Und jetzt soll das über dem Feuer abgedämpft werden. Und ich würde mal sagen, ich verstehe darunter, dass ich das jetzt bei kleiner Flamme einfach nochmal erhitze. Und dann, wenn die Tinktur schön karmesinrot geworden ist, rührt man etwas zart gestoßenen blauen Vitriol darunter. Das heißt, ich muss jetzt meine Reibschale aufwaschen und das hier etwas abdämpfen. So, die Tinktur ist mal schön rot, dunkelrot, weinrot, karmesinrot, wie das da drin steht, gehe ich mal jetzt davon aus.
hier, wo sieht man es hier, habe ich den blauen Vitriol. Noch zerstoßen, zerrieben. Etwas, tja, etwas. Ich würde sagen, ich mache jetzt das Feuer aus hier. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich das blaue Zeug unterrühre. Das gefällt mir ja schon mal auch ausgesprochen gut, der Farbton. Aber hier soll es ja violette Holzbeize geben. Für was immer man auch violette Holzbeize braucht. Ja, Furniere zum Beispiel einfärben fällt mir da ein. Bin erstmal vorsichtig. Ach, guck. Das wird violett. Hammer. Ja, dann mache ich das bisschen noch rein, was hier noch drin ist. Von nochmal kochen ist keine Rede, aber das ist violett. Vielleicht könnte man das noch violetter bekommen. Soll ich mal versuchen? Noch ein bisschen. Ich habe mal noch ein bisschen zerstoßen. Ich will mal die Finger nicht nehmen, ich nehme mal jetzt den Pinsel hier. Bisschen was noch dazu. Voilà, violett. Ich habe hier mal noch ein Brettchen, jetzt auf die Schnelle, Kirschbaum. Mal gucken, wenn ich jetzt das jetzt hier drauf bringe. Das ist aber mal violett. Aber sehr schönes Violett. Mal gucken, was ich noch finde auf die Schnelle. Hier habe ich ein Stück Birne von hier. Und jetzt suche ich mal noch was Helles. Vogelaugenahorn. Und jetzt noch was ohne Maserung. Nochmal Ahornfurnier. Also ohne Maserung stimmt ja nicht, aber schönes Helles. Oh, ich bin jetzt richtig positiv überrascht und happy, dass das mal so gut geklappt hat. Wirklich, wie es im Rezept steht. Gut, große Freude. Meinerseits jedenfalls erstmal. Ja, große Freude, dass das so gut geklappt hat alles. Und jetzt gucke ich mir das mal oder zeige es euch dann natürlich auch an, wie das aussieht, wenn es trocken ist. Und das, vielleicht muss man es auch mehrmals einstreichen. Na, dann kommen wir mal zum Fazit
für die violette Holzbeize. Ich würde sagen, Experiment gelungen. Wir haben eine schöne violette Holzbeize hier als Ergebnis. Ich zeige mal hoch die einzelnen Furnierstücke. Das ist ja was Helles. Ich glaube Ahorn. Hier ein Stück Furnier Vogelaugen-Ahorn. Das weiß ich nicht mehr. Auch ein Stück Helles. Und hier mal auf ein Stück Massiv Kirsche. Dreht das immer mal ein bisschen. Ich kann das hier von hier aus nicht einschätzen so genau, wie gut das zu erkennen ist. Ja, also das Experiment ist gelungen. Und ich finde die violette Beize schön. Ob ich sie brauche, weiß ich noch nicht. Und hier ist auch wieder die Ausbeute, ca. 1/4 Liter violette Holzbeize. Gut, in dem nächsten Video ums Beizen geht es dann um die schwarze Ebenholzbeize. Wird ganz schönes Experiment. Ja, könnt ihr schön neugierig bleiben und bis bald.